Euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Das nächste Solo-Battle steht an. Wir treten an hier zu Hause im AT&T Stadium gegen die Cleveland Browns, die das Spiel mit dem Kickoff eröffnen und den gleich mal über die Seitenlinie plörren. Großartiger Start. Heißt Flagge, denn beim Kickoff ist das verboten. So, an der 44-Yard-Linie kommen wir daher mit unserer Offense auf das Feld. Das ist natürlich schick. Und wir versuchen erstmal ein bisschen zu laufen. Über Sieg Elliott. Wir nehmen die linke Seite. Was keine gute Idee gewesen ist. Kein Raumgewinn. 2010 mit Mühe und Not zurück an die Line of Scrimmage. Wir nehmen den Stick. Johnson und Cooper von links auf einer Slantrot. Wir achten auf Jarwin, den Tight End. Ball über die Mitte. Johnson. Das dürfte ein First Down an der 45 von Cleveland sein. Neuer Erster und 10 für Dallas. Also alles funktioniert. Elliott mit dem Run. Durch die Mitte. Und da hat er eine Lücke. Wir sind an der 27-Yard-Linie von Cleveland. Die Probleme mit dem Laufspiel der Cowboys bekommen, wenn das so weitergeht. Da tun sich doch ziemliche Lücken auf. So, wieder Elliott. Bringt den Ball an die 21-Yard-Linie. Wir sind kurz vor der Red Zone der Cleveland Browns. Natürlich laufen wir weiter, wechseln aber die Seite, gehen über links. Und das ist das nächste First Down. An der 7 heißt es jetzt First and Goal. Elliott geht hier wunderbar durch. Wir bleiben beim Laufspiel. Halfback Base. Schaut euch diese Lücke an. Touchdown Dallas Cowboys. Wunderbarer Drive. Natürlich begünstigt durch diese extrem gute Feldposition. So, der Versuch der Two-Point-Conversion. Wir gehen aber per Audible in einen Pass. Achten auf Johnson im Slot. Der ist frei und das sind zwei Punkte für die Cowboys. 8:0. Also dann perfekter Start in dieses Solo-Battle. So, wir sehen den Kickoff. Zerlein hämmert den Ball an die 2-Yard-Linie der Cleveland Browns. Der Return. Der ist gestoppt an der 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Cleveland. Quarterback ist Philip Rivers. Der ist ja mittlerweile bei den Indianapolis Colts gelandet. Langjähriger Quarterback der Chargers. Erster Versuch und 10. Wir verteidigen in einer Cover 4 gegen den Pass. Es ist aber ein Run und er geht durch die Mitte. Zweiter Versuch und 5. Philip Rivers direkt hinter dem Center. Ein Play-Action-Manöver. Ihr fragt euch alle, wo ist der Pass-Rush der Cowboys? Ich frage mich das auch. Vollständiger Pass von Rivers. Kein First Down. Wir haben einen dritten Versuch und 1. Wieder ein Play-Action-Manöver. Oh, und der Ball ist incomplete. Aber wie unendlich viel Zeit hat denn Philip Rivers da in der Pocket? Auf jeden Fall ist es ein Three and Out. Das tut Cleveland weh. Und der Ball. Oh, der war gut, der Punt. Der liegt an der 4-Yard-Linie. Erster und 10 für die Cowboys. So gut wie unsere Feldposition beim ersten Drive gewesen ist, so schlecht ist sie jetzt beim zweiten. So, Elliott Run durch die Mitte. Wir wollen erstmal ein bisschen Platz haben. Immerhin 3 Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und 7. Das war schon, das war doch noch nicht das letzte Play im ersten Quarter. Das kommt jetzt. Noch einmal Sieg Elliott. First Down Cowboys an der 20-Yard-Linie. Wenn die Cleveland Browns
unseren Running Back nicht gestoppt kriegen, wird das ein langer Nachmittag. Pass. Versuch. Play-Action-Spielzug. Wir achten auf Johnson im Slot. Schöner Catch. First Down an der 35-Yard-Linie. Es tut gut zu wissen, dass wenn man passen muss, die Pässe auch funktionieren, die Pässe ankommen. Wieder Elliott, wieder ein Run. Da war die Mitte aber relativ schnell zu. Wir mussten nach außen ausbrechen. 4 Yards Raumgewinn bedeuten einen zweiten Versuch und 6. Wir bleiben beim Run. Inside Zone. Wir nähern uns schon dem 2-Minute Warning. Und das ist ein neues First Down für Dallas. An der eigenen 46 Yard stehen wir. So, da sehen wir noch ein Play vor dem 2-Minute Warning. Noch einmal ein Handoff an Sieg. Ich weiß nicht, wo mein Fullback da gerade hin wollte. Aber der ist schon auf dem Weg Richtung Endzone. Hätte vielleicht zwischendurch mal blocken sollen. Zweiter Versuch und 8. So, wir gehen in einen Cowboy Slot Slant. Jarwin und Johnson attackieren die Mitte. Wir schauen mal Cooper und Fitzgerald. Gerade Cooper wird gepresst. Cooper hat ein 1 gegen 1. Oh, der ist deutlich schneller. Possession Catch an der 19-Yard-Linie. Der Ball ist in der Red Zone. First Down, Dallas Cowboys. So, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Ball in der Red Zone. Wir schicken Jarwin über die Mitte. Achtmal auf Johnson im Slot. Der ist gut gecovert. Wir haben noch einen Running Back, aber der wurde gut verteidigt. Incomplete Pass. Zweiter Versuch und 10. Das haben sie gut gemacht. Die Cleveland Browns. Ein Double Slant. Johnson und Cooper von der linken. Fitzgerald kommt von der rechten Seite. Johnson bekommt den Ball und wir sind an der 6-Yard-Linie. Es heißt First and Goal für die Cowboys. Beginn per Audible, aber in einen RPO. Wir gehen in einen Run Inside Zone. Hat das zu lang gedauert? Nein. Das ist ein Delay of Game, Leute. 5 Yard Strafe gegen die Cowboys. Ärgerlich. First and Goal jetzt aber von der 11. Jetzt nehmen wir einen Passspielzug. Johnson und Cooper von links auf einer Slant. Fitzgerald kommt von der rechten Seite. Der Ball gerade eben noch rausbekommen von Prescott. Wir haben ein Second and Goal. Gehen per Audible in einen Run Inside Zone. Nichts zu holen hier für Elliott. Wir sind an der 5-Yard-Linie. Wir nehmen einen. Mit dem Timeout hätten wir eigentlich noch ein bisschen warten können. Naja. Genommen ist genommen, das hilft ja nichts. Wir nehmen einen Double Slant. Third and Goal. Johnson und Cooper von links. Fitzgerald von der rechten Seite. Wir halten uns mal die Option offen, hier eventuell selbst zu laufen, aber. Da war Johnson frei, bringt es aber nicht zu Ende. Wir nehmen den Field Goal Try mit. Ich habe gerade echt überlegt, aber lieber diese 3 Punkte haben. So, damit gehen wir mit 11:0 in Führung. Das ist ein Two-Score-Game. Ich sage, wir haben das Timeout ein bisschen früh genommen. Kick von Zerline an die 1-Yard-Linie, der Return von Cleveland, die Uhr läuft. So, jetzt haben wir noch sage und schreibe 7 Sekunden zu spielen. Schauen wir mal, was die Cleveland Browns, was Philip Rivers hier jetzt noch riskieren wird. Wir ziehen uns auf jeden Fall in der Defense schwer zurück. Sehen nochmal einen Run an die 37, Timeout von Cleveland. Und jetzt versuchen sie natürlich nochmal eine Hail Mary.
Rivers unter Druck. Der Ball ist intercepted. Das ist John Lewis. Und der retourniert das Ding sogar nochmal gewaltig. Es ist Halbzeit. Die Cowboys führen mit 11:0 gegen die Cleveland Browns. Und das war ganz, ganz wichtig, denn wir müssen ja die zweite Hälfte der Partie mit dem Kickoff eröffnen. Das heißt, die Cleveland Browns kommen gleich mit der Offense wieder auf das Feld. Und das Schöne ist, sie können das Spiel weder ausgleichen noch in Führung gehen. An der 6-Yard-Linie startet der Return, startet die zweite Halbzeit. Der Return zurückgetragen an die 29-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Philip Rivers und die Offense der Cleveland Browns. Lauf. Schöner, harter Hit, aber der kam an die 39-Yard-Linie. Second and inches. Rivers wirft vollständig. Ball auf den Tight End, zumindest von den körperlichen Ausmaßen her. Ist es ein neuer erster Versuch und 10 für die Browns. Der Ball an der 45-Yard-Linie. Oh, da ist der Running Back, aber mal komplett alleine. Kriegt einen harten Hit ab, aber der Ball ist an der 24-Yard-Linie. Starker Drive. Kenny Stills mit dem neuen First Down. So, wir versuchen jetzt mal richtig Druck auf Rivers zu machen. Es kam ein Lauf durch die Mitte. Ingram, kein Raumgewinn. Wir haben einen zweiten Versuch und 10. Rivers, oh, wirft unvollständig. Der Ball, der war Ewigkeiten unterwegs, also den hätte wirklich der Receiver aufnehmen müssen. So, der Ball an der 24, es kommt jetzt hier ins Stocken. Dritter und 10. Druck auf Rivers und da ist der Sack. Und damit sind die Browns sogar aus der Field Goal Range. Versuchen es aber trotzdem, haben jetzt auch Rückenwind, aber das ist ein Brett hier. Vierter und 21 von der 35. Und der ist nicht gut. Der Ball ein bisschen zu kurz. Aber ein bisschen ist gut, da fehlt eine ganze Menge. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie für die Cowboys. Zeke Elliott, unser Running Back, der sucht eine Lücke, bringt den Ball an die 48-Yard-Linie und natürlich geht es mir jetzt auch schon darum, hier Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber wie gesagt, Cleveland hat eh Riesenprobleme, unser Laufspiel zu stoppen. Deswegen machen wir damit weiter. Elliott an die 44, der ist bei 89 Rushing Yards. So, das absolute Big Play fehlte so ein bisschen. Das ist ein Arbeitstag für Elliott. Über 100 Rushing Yards. Erster und 10 an der 30 der Browns. So, wir nähern uns dem Ende des dritten Quarters. Ein Spielzug werden wir noch sehen. Einmal noch Zeke Elliott an die 25-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 5 und wir sind im Schlussviertel. Keine Punkte in Quarter Nummer 3. Das ist auch erst der erste Drive der Cowboys. Gut gestoppt von Cleveland. Dritter Versuch und 4. Auch die Browns wissen natürlich, wenn sie hier noch eine ansatzweise Chance haben wollen, müssen sie die Cowboys stoppen. Johnson und Jarwin und Fitzgerald attackieren von rechts.
Ball zum Tight End. Nein, zu Johnson. Oh, ich wollte. Da habe ich zwei Fehler, aber ich habe den falschen Receiver angewählt und einen Possession Catch gewählt. So, wir machen jetzt hier eine 14-Punkte-Geschichte aus dem Score. Wenn der Field Goal Try gut ist. Sörlein souverän 14:0 führen die Cowboys gegen die Cleveland Browns. Der Kickoff. Ball an der 6-Yard-Linie. Jetzt der Return. Boah, gut gestoppt an der 27-Yard-Linie. Wir haben noch 13 Sekunden bis zum 2-Minute-Warning. Die Browns liegen mit 2 Touchdowns zurück. So, und wir ziehen uns jetzt auch zurück. Jetzt geht es nur noch darum, wirklich die Big Plays zu verhindern. So, jetzt dürften wir beim Two-Minute-Warning angekommen sein. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. Beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Relevant ist das für die Cleveland Browns. So, und wieder ziehen wir uns zurück. Erster und 10 an der 37. Kurzer Pass über die Mitte. Das sind genau die Dinger, die wir jetzt hier gerne zulassen, gerne in Kauf nehmen. Druck auf Rivers, der wirft den Ball weg. Das ist ein 3. Versuch und 4. Und jetzt wird die ganze Sache schon echt schwierig für Cleveland. Fast die Interception, der getippte Ball wird von einem Receiver, ich glaube es war Kenny Stills, aufgenommen. Vom Running Back dann sogar. Schaut euch mal an, was der für Zeiten hat. Von hinten hat er gespürt, da kommt was. Wirft er den Ball ins Aus. 2. Versuch und 10. Der Ball an der 49 der Cowboys. Ein Screen. An die 42-Yard-Linie. Ja, so gut ist das, die Browns es schaffen, hier ihre Auszeiten zu sparen. Sie erreichen immer und immer wieder die Seitenlinie. 3. und 3. Noch 1 Minute und 11 Sekunden zu spielen. Der war schwach geworfen. So, 4. Versuch und 3. Jetzt die Riesenchance, das Ding hier zu beenden. Und incomplete pass. Da lassen aber auch die Receiver Philip Rivers im Stich. Er hat eine Completion Rate von gerade mal 50% und 10 Cowboys an der eigenen 42-Yard-Linie. Wieder Cleveland hat noch 3 Auszeiten. Die werden die Browns jetzt mit Sicherheit auch noch setzen werden. Aber erstmal kassieren sie einen First Down durch Zeke Elliott. Wir sind schon in der Hälfte von Cleveland. Genau noch 60 Sekunden zu spielen. 1. Versuch und 10 für die Cowboys. Elliott an die 39. Timeout genommen von den Browns. 2. Versuch und 6. Da sucht Elliott die Lücke. Wir wollten eigentlich links laufen, da war aber auch alles dicht. Cleveland nimmt das 3. Timeout ab jetzt. Können sie die Uhr nicht mehr stoppen. 3. und 3. Und wir gehen per Audible in einen Passspielzug, in einen Double Slant. Johnson und Cooper von links, Fitzgerald von der rechten Seite. Johnson mit dem Catch und dem Touchdown für die Cowboys. Da haben sie die Cleveland Browns mit dem Laufspiel weich gekocht. Mit dem Pass hat irgendwie bei Cleveland kein Mensch mehr gerechnet. Da haben wir wieder gesehen, dass sie ja schon wieder es geleckt hat. Und deswegen will ich eigentlich mehr auf die Two-Point-Conversion gehen. Es steht 21:0. Es sind noch 44 Sekunden zu spielen. Cleveland hat keine Timeouts mehr, kommt aber jetzt nochmal auf das Feld. Weil die Cowboys ja hier ein Big Play hingelegt haben. An der 29-Yard-Linie sehen wir Philip Rivers. Wieder 41 Sekunden sind noch auf der Uhr. Schauen wir mal, ob es noch schafft, sein Team
zumindest aufs Scoreboard zu bringen. Erster und 10. Guter Tackle an der 38-Yard-Linie. Und auch das ist ein Open-Field-Tackle. Uhr läuft weiter. Das könnte jetzt schon das letzte Play sein im Spiel. Oh, da hat Rivers Glück. Da segelt die Marcus Lawrence mit Machtset an ihm vorbei. Und das war's. 21:0 schlagen die Dallas Cowboys die Cleveland Browns. Das hat sich gelohnt. Wir sind damit 8-3 in der Solo-Battle-Rang. Die drei Niederlagen. Ach, zwei davon waren so unnötig. Es hilft ja nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.